Ihr möchtet mich und meinen Kanal unterstützen und gleichzeitig noch zu Hause eure Wände aufhübschen? Bei Printler findet ihr eine Auswahl meiner Bilder als Posterdruck. Und wenn ihr wollt, gibt es den passenden Rahmen gleich mit dabei. Ja, jetzt lebe ich schon im 11. Jahr hier oben an der Küste und den Kollegen habe ich bis jetzt immer ausgespart. Ich weiß gar nicht genau warum. Ich glaube, ich habe mich satt gesehen, von Anfang an schon. Das erste, womit ich hier konfrontiert wurde, war dieser Leuchtturm, zumindest bildtechnisch. Auf jedem Prospekt, auf jedem Flyer, auf jeder Internetseite von der Nordseeküste war immer irgendwie dieser Turm zu sehen und es gibt so viele Fotografien davon, so viele gute Fotografien von diesem Turm, wo ich mir gesagt habe, ja, irgendwie ist der Reiz verloren. Jetzt bin ich doch hier und möchte diesem, ich sag mal, Mythos mal auf den Grund gehen. Was steckt dahinter? Was macht den Turm so besonders? Und wenn man ganz ehrlich ist, ja, so spektakulär liegt er natürlich nicht. Der Turm an sich ist natürlich schön, die Farben stechen schön raus, aber die Umgebung, ja, so mitten am Deich, mitten auf dem platten Land, das Meer ist manchmal zu sehen, aber eher nur die Salzwiesen. Naja, es gibt vielleicht Spektakuläreres. Meine erste Komposition für heute. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt, aber so sieht es erstmal aus, was mich total gefixt hat, als ich schon hier angekommen bin. Erstmal der Himmel, der sieht richtig gut aus heute Morgen. Die Wolken ziehen jetzt gerade noch mehr rein. Ich glaube, ich muss gleich nochmal noch eine Aufnahme starten. Aber was mich gefixt hat, ist dieser Graben hier, der schön vom Himmel oder wo sich der Himmel drin reflektiert. Man hat so ein helles Band, was so in der Kurve durchs Bild führt. Finde ich richtig gut. Der Zaun und die Straße führen auch ins Bild hinein und zeigen zum Leuchtturm hin. Gefällt mir richtig gut. Ja, und ganz klassisch dann halt, ich habe wirklich jetzt genau darauf geachtet, dass der Turm auf dem Drittelpunkt liegt. Der Horizont leider nicht, aber ja, wenn ich den Horizont auf dem Drittelpunkt legen möchte, ich zeige das einmal, dann fängt es leider schon an, dass der Turm ein bisschen kippt, aber ich sehe gerade, ja, das geht fast auch noch. Das könnte man so lassen. Der Himmel ist weitaus spannender als der Vordergrund, obwohl diese Kurve da ist. Aber wenn man sich den Himmel mal anschaut, ja, viel besser geht's fast nicht. Sieht richtig gut aus. Jetzt fragen sich bestimmt auch einige, warum habe ich den Verlaufsfilter drauf? Ich habe ja den Turm sehr prominent im Bild und wenn ich den Filter jetzt runterziehe, dunkelt mir natürlich auch der Turm ab. Das ist auch richtig, das lässt sich auch nicht ganz vermeiden. Aber ich denke, das ist nicht so krass zu sehen, weil ich jetzt auch einen weichen Verlauf habe und der Filter halt auch ein bisschen schräg angesetzt ist. Also ich habe den ein bisschen nach rechts gedreht, da wo wirklich der hellste Bereich vom Himmel ist. Und ich hoffe, dass der Himmel oder dass der Turm dadurch halt nicht zu sehr abgedunkelt wird. Andere Alternative wäre natürlich eine Belichtungsreihe. Könnte man auch machen. Aber ich mache jetzt nochmal eine Aufnahme und check das nochmal im Nachhinein, wie es auf dem Display wirklich aussieht. Und ich denke, das passt auch so. Ich
bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich nochmal den Standpunkt wechsle. Aber ja, das Feuerwerk spielt sich natürlich Richtung Sonnenaufgang ab. Und der Himmel, ja, der lässt sich auch wirklich nicht lumpen. Heute Morgen sieht super aus. Deswegen in die Richtung fotografieren fällt schon mal raus. Man könnte sich höchstens noch mal überlegen, ob man nach unten geht, von unten fotografiert. Ja, vielleicht probiere ich es mal aus. Momentan spiele ich einfach ein bisschen mit der Brennweite. Das heißt, gehe mal ein bisschen näher ran, gehe mal ein bisschen weiter zurück. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich zeige euch die diversen Bilder einfach mal mit den verschiedenen Brennweiten und schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Favorit ist. So, die Sonne geht auf, kriecht jetzt gerade über den Horizont und ja, da ich jetzt die Sonne direkt im Bild habe, glaube ich, werde ich den Standpunkt nochmal ändern. Wie gesagt, momentan fotografiere ich straight in die Sonne rein. Ich werde da mal nach unten gehen und so ein bisschen schräg in die Richtung fotografieren. Vorteil, habe ich die Sonne raus aus dem Bild. Und habe dann auch nochmal schön das Sonnenlicht, was mir jetzt den Leuchtturm anstrahlt. Ich glaube, das passt besser als von hier oben. Ja, Position gewechselt. Richtig geiles Licht natürlich jetzt hier am Turm. Das sieht super aus. Schöner Himmel auch noch mit dabei. Und ja, der Weg als Führungslinie zum Turm hin. Leider kein kompletter Eckläufer. Aber trotzdem recht dynamisch mit dem schräg ins Bild führenden Weg. Das passt soweit, aber es geht echt momentan um das Licht, was jetzt hier von der Seite kommt und auf den Turm scheint. Die Sonne geht in die Richtung jetzt auf. Die habe ich aus dem Bild rausgebannt, aber das schöne Licht habe ich mit dabei. Wunderbarer Morgen. Ich fotografiere jetzt bei 24 mm, also so weit wie möglich, weil ich möchte eigentlich so viel wie möglich vom Himmel mit aufs Bild bekommen. Und da liegt vielleicht auch der Haken. Liegt jetzt daran, dass der Himmel so schön ist, oder liegt es an dem Motiv, dass es so wunderbar ist heute Morgen?
Ja, der Turm an sich ist schön, gar keine Frage. Aber ich glaube, bei trübem Himmel, bei grauem Wetter, wäre es nicht so verlockend. Muss immer mal wieder Bilder machen, weil, wie gesagt, das Licht jetzt minütlich besser wird. Ja, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer mit dem Leuchtturm hier. Hab wahrscheinlich zu viel Bilder gesehen, zu viel Beeinflussung in meinem Kopf und ja, bin nicht so richtig frei, was meine Ideen angeht. Aber es gibt wahrscheinlich auch nicht so viele Möglichkeiten, obwohl es viele verschiedene, viele gute Bilder gibt, viele verschiedene Perspektiven. Ja, aber wie gesagt, ich bin auch nicht so richtig frei im Kopf. Nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden mit den Bildern heute Morgen. Gab es wahrscheinlich oder gibt es wahrscheinlich in der Form auch schon, aber es ist nicht schlimm. Ich habe es so noch nicht gemacht und das ist für mich erstmal das Entscheidende. Wie gesagt, sehr tolles Licht, wenn man jetzt im Hintergrund auch nochmal sieht. Der Turm wird echt wunderbar beleuchtet von der Seite. Was will man mehr? Schöner, ruhiger Morgen. Die Gänse kommen jetzt langsam rein zum Frühstück. Und Frühstück ist auch ein gutes Stichwort. Das werde ich nämlich jetzt auch machen. Vielleicht noch ein, zwei Aufnahmen. Dann werde ich zusammenpacken. Und dann geht es erstmal zurück in Camper frühstücken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War ein bisschen entspanntes, ja, entspannter Fototrip. Für mich war es das. Ich hoffe, für euch auch. Wenn das so sein sollte, wie immer sehr gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Ich denke mal, die nächsten Videos von der Location oder von einer Location werden von einem anderen Erdteil sein. Lasst euch mal überraschen. Eine große Reise steht an. Verfolgt einfach weiter meinen Kanal und dann seht ihr auch, wo es hingeht. Würde ich erstmal sagen. Bis dahin.